Joachim Wissler, die Bühne gehört Ihnen. Hallo, schönen guten Tag zusammen. Lieber Herr Ruhl, herzlichen Dank für die Einladung auch in diesem Jahr. Und ich durfte in diesem Jahr schon Gast sein, so wie er es vorher genannt hat, auf der Chefsache Alps. Und ich war wirklich auch sehr angetan. Eine sehr große Resonanz, viele Kollegen, viele junge Köche, die dort uns besucht haben. Und auch dort waren natürlich auch viele Kollegen, die ich so das ganze Jahr darüber treffe. Und man freut sich dann, wenn man sich in der einen Ecke sieht und man gibt sich mal ganz kurz die Hand und würde am liebsten irgendwo sich mal eine Stunde austauschen. Aber der eine ist schon auf dem Weg ins Flugzeug und der andere kommt erst gerade vom Flugzeug und so. Aber ich glaube, was diese Veranstaltung so ausmacht, ist halt einfach, dass es in Deutschland inzwischen eine Institution geworden ist und auf dem dieser Austausch jetzt schon in mehreren Jahren, im fünften Jahr, sehr hochkarätig stattfindet und natürlich das Interesse immer größer wird. Und ich freue mich natürlich heute, wenn ich den Auftakt machen darf. Ich darf jetzt aber zuerst mal meine Mitarbeiter vorstellen, wenn sie mit einmal auf die Bühne kommen, sonst muss ich das jetzt alleine machen. Ja, hallo. Das ist der Dennis Jahn. Dennis Jahn ist bei mir Sous-Chef seit vielen Jahren schon. Der Herr Vorbusch ist Chef Patissier. Das hier ist der Felix, der ist seit kurzem bei uns oder seit einem Dreivierteljahr in der Patisserie. Der Hanno Wiskirchen macht Chef Entremetier. Der Daniel ist der zweite Sous-Chef und unser Jüngster, der Max, ist unser Demi-Chef in der Küche auf allen Posten, wo was gearbeitet werden muss. Vielen Dank, bitteschön. Also wir fangen gleich beim ersten Mal an. Wir haben in diesem Jahr uns ein bisschen von unseren Menüpräsentationen ein wenig neu definiert, wenn ich das so sagen darf, was mich immer gestört hat, wenn Sie in ein Restaurant kommen und die Gäste sitzen hin, müssen zuerst mal runterkommen, müssen zuerst mal angekommen sein, werden dann natürlich mit vielen Dingen konfrontiert. Sie werden gefragt, was sie denn für ein Wasser trinken möchten. Man sitzt noch kaum richtig, dann wird man gefragt, ob man ein Glas Champagner trinken möchte und so weiter. Also diese, man ist doch am Anfang so ein bisschen in einer Situation, wo man sich nicht mit einer gewissen Aufmerksamkeit den kleinen Dingen widmet, die einem auch am Anfang gleich gereicht werden. Also diesen kleinen Grüßen aus der Küche oder diesen kleinen Dingen, die es zum Aperitif gibt. Und das war für mich immer sehr unbefriedigend, weil der Gast hat eine Karte vor sich gehabt, hat dann in der Karte zuerst mal geschaut, was er denn essen will, und dann kam die Weinkarte und so weiter. Und dann hat er nebenher Dinge gegessen, die er nachher gar nicht mehr zusammenzählen konnte, weil er gesagt hat, das war alles sehr lecker, aber was war das eine nochmal und das andere ist mir jetzt ganz entfallen. Und das sind natürlich Sachen, wo ich gesagt habe, das darf so nicht sein, weil es ist so eine Art, ich sage jetzt mal, eine Möglichkeit, den Gast zu fokussieren und zu sensibilisieren auf das Essen, bis das eigentliche Menü eigentlich beginnt. Und da haben wir euch gesagt, wir wollen das anders machen und wir reichen jetzt diese Dinge nach und nach und haben diese Kleinigkeiten ein wenig aufgewertet. Also es sind mehr oder weniger immer 5 kleine Gänge, die man dann bekommt, wenn man das Restaurant betritt und die natürlich auch einen gewissen optischen, nicht nur einen geschmacklichen Reiz haben müssen, sondern auch einen optischen Reiz mit sich bringen. Und somit kommt es zustande, dass die Leute, wenn sie sich hinsetzen und man das erste präsentiert, immer mehr auf das Essen konzentrieren. Und das war uns natürlich da sehr wichtig. Jetzt muss ich mir mal schön Wasser holen, ich habe so einen trockenen Mund heute. So. So, also, es geht darum, bei diesen kleinen Gerichten, da erlauben wir uns das trotz der Ernsthaftigkeit des Geschmackes immer ein gewisses Augenzwinkern mitzubringen. Also in diesem Fall war die Idee, so wie wir das mal vor 15 Jahren ich ein Gericht gemacht habe und das heute noch auf der Karte habe, auf der à la carte Karte, diese Gänseleber mit dieser Zartbitterschokolade. Die Ursprungsidee war eigentlich, den klassischen Schokoriegel zu imitieren. Das ist uns damals nicht so gelungen, weil wir
die Proportionen nicht so hingebracht haben, wie mir das gefallen hat. Also es war zu viel Schokolade und zu wenig Gänseleber beim Überziehen. Und dann ist natürlich das Gericht entstanden, wo wir die Schokolade ganz hauchdünn eingearbeitet haben. Aber hier kam der Dennis zu mir und sagte, ich will unbedingt mal diese typische Form, dieses Toffifee, das man natürlich auch in jeder Tankstelle bekommt, das will ich einfach mal als Auftakt haben, um die Leute gleich damit zu cashen, wo sie sagen, hey, haben Sie jetzt aus der Tankstelle so irgendwas aufgemacht oder so, wo man einfach diese Assoziationen dann findet. Und in dem Fall haben wir natürlich auch am Anfang dieses Problem gehabt, dass der Mandel außenrum, das ist eine karamellisierte weiße Kuvertüre, dass der Mandel im Außenrum natürlich immer eine gewisse Süße hatte und dass sich das natürlich vom Geschmack her immer so gerade so im Grenzbereich befunden hat, wenn man ein Aperitif bekommt und man bekommt etwas, was zu süß ist, ist es natürlich oftmals eher nachteilhaft. Dann haben wir diese Kuvertüre, die haben wir einfach geimpft, so wie man das normalerweise mit Kakaobutter macht. Wir haben es mit dem Fett einer ausgelassenen Gänseleber. Was man darauf achten muss, ist, dass bei diesem Auslassen des Fettes keinerlei Wasser mehr natürlich darin ist, sonst funktioniert das nicht mehr nachher mit dem Chemisieren. Dann haben wir diese Formen schön chemisiert und haben dort eine Füllung reingemacht von einer Gänseleber, eine cremige, eine Art Panna Cotta, die wir ein bisschen mit Schmand und ein bisschen Balsamico verfeinert haben, haben das dort reingefüllt, stocken lassen und dann hier oben drauf diesen typischen Karamell gemacht, also ganz wenig Zucker abgelöscht, abgeschmolzen und dann mit Sahne abgelöscht, eingekocht, aromatisiert und oben diesen kleinen Abschluss, diesen Tupfen drauf gemacht mit etwas, einem Haselnussblättchen und natürlich der typische Kern dieses Toffifee, eine Piemonteser Haselnuss, die wir ganz ein bisschen angestoßen haben und dann noch in der Mitte als Kern, das heißt, man beißt drauf, zuerst schmilzt die äußere Schicht weg, dann kommt die cremige Füllung und zum Schluss ein bisschen dieser zarte Crunch dieser Piemonteser Haselnüsse. Das ist die Präsentationsform. Wir haben uns natürlich auch da ein bisschen an diese Farben gehalten, die diese Verpackung mit sich bringen. Man zieht die, glaube ich, raus aus so einer Box und dann sind die auf so einem goldfarbenen Plastikschale drauf. Und da haben wir natürlich jetzt eine Präsentationsform gemacht, uns aus einem geschliffenen Messing, die doch schon so als erstes die Leute gleich beeindruckt und sie wollen es eigentlich zuerst mal, wissen sie nicht, fasse ich jetzt zuerst das an oder will ich mal fühlen, was ist das für Material? Das ist immer ganz spannend, wenn sich die Leute dann mit der Präsentation genauso befassen oder in zweiter Linie auch befassen wie im Geschmack. Diese kleinen Dinge darum herum, das ist zum Beispiel eine Haselnussmilch, die wir gemacht haben und dann karamellisiert, das hatten wir vor Jahren auch schon mal bei dem süßen Abschluss, also bei den Petitfours, man kocht ganz, ganz langsam eine Milch in der Pfanne ein und lässt die dann so lange einkochen, bis das Wasser verdunstet ist und der Milchzucker in der Milch langsam karamellisiert und dann kann man die mit so einer Spachtel kann man die so abheben und kann die natürlich dann kalt werden lassen und dann ist es so schön knusprig. Das hier drumherum sind eingelegte, gepickelte Haselnussblätter, also diese Granotti Leaves, die es gibt und die haben wir in einen Sud eingelegt. Wir haben an dieser Stelle auch diesem Gericht ein bisschen diese Zitrusfrische mitgegeben. Wir haben dann ein klein bisschen Limone und Yuzu genommen, haben diese Haselnussblätter darin eingelegt, gepickelt und haben eine kleine Füllung gemacht aus einem Gänseleberjoghurt, also ein abgehangener Joghurt mit einer Gänseleber zu einer cremigen Füllung verarbeitet. Und das ist bei uns dann der Auftakt, das Gänseleber-Toffee im ersten Gang. Es ist immer unbefriedigend als Koch, wenn man etwas macht und es kommt nicht so beim Gast an, wenn irgendwo die Brücke dann fehlt zwischen dem, was man dem Gast mitteilen möchte, dem Kunden mitteilen möchte und was man ihm natürlich auch seine Idee, die dahinter steckt und nachher die Aufmerksamkeit vielleicht oder aus verschiedenen Gründen das nicht zustande kommt, dann ist man immer so, das sagt man, da muss man, so geht es uns so, da müssen wir dran arbeiten. Da geht einfach die viele Arbeit, die wir in etwas reinstecken, verpufft dann. Die kommt nicht so beim Gast an, wie es eigentlich sollte. Das nächste Gericht, das ist ein sehr spannendes Gericht und das ist eines der Gerichte aus dem letzten Jahr noch, und zwar sind das auch, also das Pickeln ist heute in unseren Gerichten, die wir Ihnen zeigen werden, hat es einen gewissen Stellenwert
mitgebracht. Das sind gepickelte Rosenblätter, die wir so süß oder leicht süßlich eingelegt haben in einer Marinade mit etwas Rosenholz, also diese von den Sträuchern, dieses Rosenholz, das wurde klein gemacht und dann haben wir uns eine Essigmarinade gemacht, haben das über mehrere Tage das Holz in dieser Essigmarinade drin gelassen und darin haben wir dann diese unbehandelten weißen Rosen eingelegt. Das sind so diese Gewürze, diese kleingeschnittenen Rosen, die werden dann in den Beutel reingemacht, das wird ein wenig erwärmt und dann lassen wir das so im Kühler so eine Woche lang reifen und dann wird es aufgeschnitten, abpassiert und das ist dieser Sud, in dem dann diese Rosenblätter gepickelt werden. So. Und die Rosenblättchen haben wir gefüllt mit einem Schinkengel, sodass man natürlich bei diesem, ich sage es mal, diesem schönen, leicht femininen, duftenden Rosengeschmack halt irgendwo auch noch eine Komponente hat, die dann eine gewisse, ich sage es mal, ein bisschen was Getragenes, etwas Deftigeres mit sich bringt. Und da haben wir uns ein Schinkengel gemacht und dieses Schinkengel haben wir immer zwischenrein, abwechselnd zwischen die einzelnen gepickelten Rosenblättchen dressiert. Und das hier ist ein Rosenöl, gleiches Prinzip. Man nimmt Rosenblätter, wir haben in dem Fall jetzt ein Traubenkernöl genommen und haben das Traubenkernöl auf 70 Grad erhitzt, zusammen mit den Blättern habe es vakuumiert und habe es wirklich dann auf 14 Tage einfach reifen lassen und habe es dann abpassiert und dann kriegt man da wirklich ein sehr, sehr schönes Aroma und es duftet dann halt so und es wirkt aber trotzdem nicht so seifig. Man kann ja natürlich auch Rosenöle kaufen, aber die sind natürlich dafür völlig ungeeignet, weil sie total nach vielleicht Waschpulver oder Seife riechen. Das hier, in diesem Gericht haben wir jetzt natürlich alle Komponenten, die so von der Konsistenz her leicht frisch, ein bisschen knackig sind, aber doch dann halt auch einen sehr, ich sage es mal, einen sehr süffigen Hintergrund haben. Und deswegen haben wir da ein paar Rosenblättchen genommen, die wir noch in Stickstoff gefroren haben. Und wenn man die jetzt dann abwechselnd zusammen isst, ist natürlich immer die Voraussetzung, wenn man, ich halte es jetzt mal so hin, hört man ja schon, wenn man das natürlich dann so isst, dann hat man diesen leichten knusprigen Crunch zwischen diesen eingelegten, säuerlichen Rosenblättchen. Und das war ein sehr, sehr schönes Gericht. Viele Kunden haben das haben auch gesagt, das wäre einer der Gerichte, die auch ohne Fleisch natürlich einen enormen Eindruck oder ohne Fisch oder ohne Eiweißkomponenten einen enormen Eindruck hinterlassen haben. Das war die gepickelte Rose mit Schinkengel und kleinen Pfifferlingen. Beim nächsten Gericht. Als Koch fängt es einen irgendwie immer wieder mal ein, dass man sich gewissen Dingen besonders gerne hingibt, dass die einfach einem besonders interessieren, dass man da vielleicht, ich weiß nicht, besondere Vorlieben dafür hat. Und so ist es bei mir natürlich auch mit der Makrele. Und wir haben die Makrele schon in solchen vielen Varianten gemacht und haben gesagt, dieses Jahr wollen wir sie einfach mal auch in einer neuen Art wieder in unser Menü reinnehmen. Und im Menü ist das eigentlich der erste Gang, also nach dem Auftakt, in diesem Sommer gewesen. Sie wird jetzt in den nächsten Tagen unser Menü verlassen, weil natürlich auch die Zutaten aus der Jahreszeit herausgehen und dann halt auch in der Qualität nicht mehr so verfügbar sind. Das Prinzip ist eine gegrillte Makrele, eine Horstmakrele mit einem gepickelten Salat von Gurke und Melone. Bei der Entstehung kommen natürlich da bei so einem Gericht immer so gewisse kleine, ich sage mal so kleine Aspekte dazu, wo man sagt, jawohl, jetzt passt es, die Frische ist da, die Säure ist da, das Gericht ist an sich eigentlich stimmig, aber es kommt einem immer so ein bisschen, wenn ein Gericht zu harmonisch wird, isst man das, dann findet man das beim ersten bisschen sehr schön, sehr angenehm, beim zweiten auch noch, aber beim dritten kommt dann doch mal das ein oder andere Mal vielleicht eine Art Langeweile auf, wo man sagt, naja, das ist schön, aber da fehlt irgendwas. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen natürlich der Makrele, weil es ein wunderschöner Fisch ist, weil er halt auch natürlich einen gewissen Fettanteil hat, der sich schon von seiner Art her zum Grillen hervorragend eignet, wie ich gesagt habe, dem wollen wir noch so ein paar Spitzen mitgeben. Und da haben wir euch zum einen gesagt,
passt wunderbar ein paar kleine Fenchelpollen nebenbei. Das heißt, in diesem Gericht, wenn man dann so das ein oder andere probiert, dann kommt mal dieser schöne Aniston vom Fenchel mit dazu. Zum Zweiten haben wir uns natürlich eine Creme gemacht aus eingelegten Sardinen, die dann so ein bisschen dieses leicht salzige, würzige mit sich bringen, weil das ganze Gericht ja durch diesen Melonensalat und diese Süße und dieses Zugängliche doch dann irgendwo auch mal ein bisschen was Habhafteres braucht. Ja. Und zum Dritten halt auch, um der Makrele noch mal so ein bisschen mehr Profil zu verleihen, haben wir auch eine Vinaigrette gemacht, in der wir eine Collatura di Alici mitverarbeitet haben. Kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Das ist das, wenn man in Italien Sardinen oder Anchovies oder Sardellen, wenn die eingesalzen werden in den Fässern und dann bildet sich da im Laufe der Zeit ziehen die Saft und dieser Saft, der unten in den Fässern drinsteht, der schmeckt natürlich unglaublich intensiv, aber bringt natürlich in so einem Gericht, wenn man da eine Vinaigrette draus macht, bringt ja eine enorme Resonanz und bringt den Fisch nochmal richtig in eine ganz andere Position. Und das ist natürlich sehr spannend. Dann hat man dieses Wechselspiel zwischen der Frucht und zwischen diesen schönen Säurekomponenten, zwischen diesen blumigen, zwischen diesen Anistönen und dann natürlich dann noch mit diesem sehr, sehr kräftigen Geschmack dieser Vinaigrette. Auch hier haben wir die Melone natürlich wieder eingelegt. Wir haben uns auch da einen ganz klassischen Sud gemacht, so wie man früher Gürkchen oder so etwas eingelegt hat. Also das Prinzip ist immer Wasser, Zucker, Essig, Gewürze. Und da kann man natürlich variieren, ob man die Säure holt über den Essig, also über eine vergorene Säure, oder ob man die Säure holt über eine frische Säure, wo man sagen kann, okay, man kann das mit Essig machen oder man kann das mit Limonsaft, Yuzu etc. pp. Machen. Darin wird natürlich dann in diesem Sud, der allein schon mal 8 Tage bei uns im Kühlhaus reift, das heißt, man kocht das Wasser auf, macht die ganzen Gewürze rein, die Zwiebeln und so weiter, und dann lassen wir das in 8 Tage stehen und dann wird es auch passiert und dann tun wir das erst pickeln, weil sich halt einfach dieser Sud in den 8 Tagen auch verändert vom Eigengeschmack. Ja, wir bezeichnen diesen Vorgang als Reifen, als Reifeprozess. Und dann halt werden diese Teile, die Gurken, die kleinen Gartengurken oder die Melonen darin vakuumiert in diesem Sud und die Melone etwas länger und die Gurke etwas weniger, weil sie sonst halt einfach so nach 24 Stunden erleidet sie einen Farbverlust und dann ist natürlich das ganze Gericht auch optisch ein bisschen im Nachteil. Das heißt, Gurke weniger, Melone mehr marinieren. So, und danach wird diese Makrele einfach nur angegrillt. Und dann diese ganzen Komponenten außenrum, das ist zum einen auch mal von diesen Netzmelonen, wenn man da das Innere rausmacht und die ganzen Kerne abzupft, dann schmeckt das Kernhaus sehr, sehr intensiv. Es hat natürlich auch etwas damit zu tun, weil natürlich die Kerne direkt in diesem Kernhaus sind und es ist nicht nur süßlich, sondern es bringt auch so ein bisschen was Nussiges mit. Und das hatten wir hier ganz schön so mal ein bisschen mit reingearbeitet. Und noch etwas frisch oder eine geriebene Botarga, wie gesagt, diese Fenchelpollen und diesen Salat und diese Marinade mit dieser Collatura di Alici. Das ist bei uns die Vorspeise gewesen in diesem Sommer. Jetzt kommt eigentlich ein Gericht, das eigentlich normalerweise nicht in unsere Philosophie passt, weil es A, ein Fisch ist, der in sehr, sehr guter Qualität ist, in sehr, sehr guter Qualität nur schwer zu bekommen ist, eigentlich fast gar nicht, ja. Und zum anderen, weil dieser Fisch einen Weg auf sich nimmt über, ist ein Thunfischbauch, von dem ich jetzt rede, der aus Malta kommt, aber das Produkt einfach mich immer wieder in den Bann zieht. Es liegt wohl daran, dass ich sehr, sehr gerne immer in Spanien essen gehe und da ist nach dieser Thunfischbauch, dieser Toro, ist da Bestandteil dieser spanischen Küche und ich habe den auch da schon in mannigfaltigen Zusammenstellungen gegessen. Und ich habe einen Lieferanten, der mir dieses Produkt in einer so unglaublichen Qualität zur Verfügung stellen kann und das natürlich auch mehrmals oder zweimal wöchentlich, dass wir gesagt haben, gut, also wir wollen uns diesen
tollen Fisch, den wollen wir uns einfach auch mal gönnen. Ich sage das mal so, wir wollen uns mal gönnen und machen da ein Gericht. Und das ist momentan ein gegrillter Thunfischbauch. Wir nennen das Gericht Mark und Bein, weil wir so ein bisschen bei diesem Gericht den Hintergrund Surf and Turf im Kopf hatten bei der Entstehung. Das heißt, wir wollten eigentlich diese Fleisch-Fisch-Kombination dort zum Ausdruck bringen. Und dann haben wir ja gesagt, naja gut, also eigentlich wollen wir einen Geschmack haben, aber wir wollen da nicht neben ein Stück Thunfischbauch irgendein Stück Fleisch kombinieren, nur damit man das Surf and Turf nennen kann. Aber was mich natürlich immer begeistert hat, ist A, die Konsistenz des Fisches, und der eine sehr ähnliche Konsistenz natürlich hat, wenn er optimal durchzogen ist mit Fett, mit so, ich sage jetzt mal, es geht schon fast in die Richtung Rindermark oder Speck oder so etwas. Dann haben wir Folgendes gemacht, dann haben wir Markknochen genommen und haben das Mark in den Knochen in einer Grillpfanne angeröstet und haben dann das gegrillte Mark in einen Dashi-Sud eingelegt. Hier sieht man es, das sind die Markknochen, da ist ein bisschen diese Kombu-Alge mit drin und diesen Dashi-Sud, so wie man den ja klassisch in Asien auch isst oder zu sich nimmt. Und den haben wir dann über einen längeren Zeitraum im Konvektomat, so 6 Stunden lang, so bei 68 Grad, einfach haben wir die so ausziehen lassen, dass wir so quasi wie eine Essenz bekommen haben, wie eine Brühe, eine kräftige. Und die begleiten dieses Gericht. Und der Thunfischbauch wird nur ganz scharf angegrillt und dann ist er ja innen noch eiskalt und dann stellen wir den ein bisschen unter Pass und dann geht er gerade mal so auf 29, knappe 30 Grad. Also er ist in der Mitte gerade so lauwarm, aber ich bin der Meinung, ich habe den schon so oft gegessen, man soll den entweder ganz roh kalt essen, fein aufgeschnitten, oder wenn man ihn angrillt, soll er wirklich in der Mitte noch gerade so diese lauwarme Temperatur haben, weil dann schmeckt er natürlich am besten, das Fett hat einen schönen Schmelz und der ganze Fisch ist einfach spektakulär in seinem Geschmack. Dann war natürlich diese Situation, dass wir gesagt haben, okay, wir haben zum einen das Rindermark und wir haben den Thunfischbauch, diesen Toro, dieses schöne Stück und auch die Gegebenheit, dass sich das ein oder andere Mal natürlich an das Mark, also an die Bandscheibe mehr oder weniger des Thunfisches, der Mittelgräte komme, hat uns dazu gebracht, wir wollen diese zwei, mehr oder weniger die zwei Dinge, die in beiden Tieren mehr oder weniger auch den Mittelpunkt spielen, diesen Mark oder diese Bandscheibe, die wollen wir auch in diesem Gericht verknüpfen. Und so kam es halt dazu, dass wir da, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gemacht, dass wir da dieser Mittelgräte, also das ist jetzt zum Beispiel hier so ein Knochen und dann kommt diese Markscheibe und dann würde hier der nächste Knochen kommen und so weiter und so fort. Und dann haben wir dieses Mark begleitet diesen Fisch, dass wir so zum einen mal das gegrillte Rindermark haben, das diese Kraft bringt und zum anderen natürlich dieses Mark oder die Bandscheibe des Thunfisches, das diesen gewissen, ich sage es mal, diesen gewissen stahligen Ton mit sich bringt. Beim Rindermark, nachdem wir das ausgelassen haben, also zuerst angegrillt und dann haben wir einen Teil davon hier von den Knochen, die Knochen haben wir hier reingemacht und das ausgelassene Mark, weil das ja auch so diesen schönen Röstgeschmack hat, das wollten wir als Fettaugen in unserer Brühe dann haben. Und das haben wir ganz einfach nur in einen Paco-Jet-Becher eingefüllt, das Mark, haben es kalt werden lassen, haben es pakosiert. Und das wird dann nachher am Tisch in diesem geschliffenen Markknochen, wird es in die Brühe so reingegeben. Mit so einem kleinen Schneebesen wird es aufgerührt. Und dann gießen wir das direkt an diesen gegrillten Thunfisch an. Ja, du kannst ganz ruhig auch mal vorkommen. Genau. So. Oben auf eine kleine, ich habe noch 5 Minuten, ja, das schaffen wir noch. Oben auf eine gegrillte Markscheibe, etwas Kaviar und hier etwas Jammwurzel. Und das ist aber quasi diese Gräte, die man dann so ein bisschen als Hinweis mit eingebaut haben oder mit präsentiert haben. Das hier sind kleine getrocknete Algenblätter, die dann so an den Tisch gebracht werden. Und dann kann man die dann natürlich so wegessen. Der Thunfisch, das Gericht heißt bei uns, wie gesagt, Mark und Bein.
Bitte? Ja. Das nächste, was wir Ihnen unbedingt zeigen möchten, ist ein Teller, das jetzt gerade in der zweiten Woche hervorwuchs, glaube ich. Ja. In der zweiten Woche haben wir das als Dessert. Und da war einfach der Ansatzpunkt ganz klar, jetzt zum Jahreswechsel geht man natürlich auch mit den ganzen Dingen, die einen so befassen, die man dann so machen möchte, wird man halt immer ein bisschen, ich sage es mal, getragener, soll es ausdrucksstärkere Sachen sein. Im Sommer waren die Geschichten dann eher ein bisschen leichter, die waren ein bisschen etwas frischer. Und in diesem Fall wollten wir ein Dessert machen, wo sich das irgendwie um das Spektrum Kaffee dreht und wo natürlich diese ganzen Einflüsse der Küche, ich sage jetzt mal, diese orientalisch-marokkanische Küche eine Rolle spielen. Da wollten wir schon lange mal ein Experiment machen, in dem wir mit Artischocken in einem Dessert gearbeitet haben. Und das hat nie richtig funktioniert, weil sich das immer wieder widersprochen hat. Es war einfach, in dem Fall war es wirklich nicht irgendwie eingebracht, nicht harmonisch, sondern die Artischocke hat durch ihre Eigenart, durch dieses leicht bittere, durch diese leichten, ich sage jetzt mal grasigen Töne und so, hat die in einem Dessert nie richtig so Bestand gehabt. Und da haben wir gesagt, wir versuchen mal Folgendes. Wir versuchen, die Artischocke in ein Getreidebeet einzubauen. Das heißt, wir haben die Artischocke, den rohen Boden, haben wir gegart in einer Dinkelmilch, die natürlich so geröstete Dinkelkerne richtig schön das Aroma hat, diese Getreidetöne mit rausgebracht haben, und siehe da, es funktioniert auf einmal sehr, sehr gut. Das sind natürlich die Proportionen, die dann immer ausschlaggebend sind, aber diese Dinkelmilch und diese Artischocke zusammengegart und dann Püree, ein cremiges Püree davon gemacht, das hat dann zum Schluss einfach diese Harmonie ergeben, hat dann, das war der Schlüssel zu dieser Technik und zu diesem Dessert. Und es war uns sehr, sehr schnell klar, dass wir gesagt haben, gut, wir wollen etwas haben, wo wir diesen Kaffeegeschmack haben, der kühl sein soll, also sprich, es sollte ein Eis oder ein Sorbet werden, und wollten dann alles drumherum so ein bisschen anlehnen an Dinge, die jetzt gerade in der Herbst-Winterzeit natürlich auch sehr mal ein bisschen mehr mit Gewürzen ausgestattet sein dürfen. Und da haben wir dann Folgendes gemacht, wir haben eine Art eine Baiser-Masse gemacht oder ein Eiweiß aufgeschlagen und dann mit flüssigem heißem Zucker das Eiweiß zum Stocken gebracht, nochmal etwas Gelatine runtergearbeitet und diese Art Baiser-Masse haben wir dann eingefroren, und das gefrorene Baiser, das ja dann noch ganz weich ist, das ist quasi wie so ein Marshmallow, ja? Dieses gefrorene Baiser, das haben wir gewälzt in einer Tonerde, die aromatisiert war mit Myrte, mit etwas Lavendel, mit etwas Rosmarin, wo man diese ganzen Düfte hat, so dieser Landesküche, Marokko und so. Und das war halt dann sehr, sehr schön, wenn man das isst. Man hat zum einen den süßen, diesen ganz weichen, schmelzenden Kern, aber man hat aber zum Außen diese Gewürze oder diese Kräuter, die sich dann richtig schön zeigen und dann auch ein sehr schönes Wechselspiel hat. Und das obendrauf sind dann kleine geröstete, diese Artischocke, da haben wir kleine Crumbles gemacht, die wir über diese Artischockencreme drauf machen. Das hier darf ich auch mal zeigen, das ist auch sehr spannend. Das sind die Samenstände, also diese, wenn die Artischocke anfängt zu blühen, da kann man diese Teile abmachen, man kann die dann quasi auf die ganze blühende Artischocke auf den Grill legen, zupft nachher diese Teile raus und tut die ein bisschen in Butterschmalz ausbacken, und wenn man auf die Samen beißt, haben sie wirklich einen sehr, sehr schönen, sehr nussigen, sehr kräftigen, sehr intensiven Geschmack, und diese kleinen Samenstände haben wir natürlich da auch noch ein bisschen mit eingebaut. Das ganze Gericht ist jetzt natürlich sehr, ich sage jetzt mal, sehr gewürzlastig, das ist schon so von seiner Art her sehr intensiv. Was ich immer gerne mag, wenn man dann etwas isst und man wird irgendwie mal so von hinten überrascht, wenn man dann etwas in den Mund nimmt, auf einmal kommt was ganz anderes dazwischen, was einem so wieder, ich sage jetzt mal, zum Nachdenken bringt. Aber was natürlich auch Sinn machen muss und nicht einfach nur, dass es
jetzt knallig bunt oder knusprig oder was auch immer ist. Und da haben wir gesagt, wir wollen bei diesem ganzen Gericht, weil es sehr, sehr gewürzlastig ist und sehr ein bisschen cremig und dieses Nussige mit eingebaut haben, wir haben da so immer so ganz kleine Gelee-Stücke gemacht von einer Zitrone, wo wir zum einen natürlich den Saft, aber halt auch die Schale mit verarbeitet haben. Und wenn man das jetzt so nach und nach isst, dann kriegt man zum einen die Gewürze, man kriegt ein bisschen das Knusprige, man kriegt diesen Geschmack von diesem Kaffee und hat natürlich immer wieder zum Neutralisieren diesen schönen Schmelz von diesem Zitrusgelee. Oben auf noch zwei kleine Blättchen, die wir aus einer Patrick Lies gemacht haben, also aus einer Lakritzpaste. Und das ist das Dessert bei uns, Kaffeesorbet Marrakesch. So, weil das alles natürlich Dinge sind, die uns ein Jahr lang befasst haben, bitte das allerletzte, ist natürlich sehr, sehr spannend. Kommt erst in den nächsten zwei Wochen auf die Karte, wir sind dann natürlich auch ein bisschen stolz drauf, wenn wir das heute mal so ein bisschen zeigen dürfen. Ich brauche noch ein paar Minuten, bin gleich soweit. Das Thema war, es geht bei mir immer so, es gibt so gewisse Sachen, die gehen einem, die laufen einem durch die Finger, so, wenn man so Produkte hat oder wenn das Jahr dann vorübergeht und denkt, du wolltest eigentlich noch das machen und warum haben wir das nicht gemacht? Weil irgendwie haben wir uns mit anderen Sachen beschäftigt und wir haben sind dann neben rausgerutscht oder wir haben einfach nicht mehr dran gedacht. Und so war es die ganze Zeit auch mit dem Thema Holunder. Und Holunder ist natürlich auch, ich sage jetzt mal, ist eine Frucht, die klar mehr oder weniger in flüssigem Zustand in vielen Varianten verarbeitet werden kann. Entweder ist es natürlich ein Sorbet oder ist es eine Soße oder ist es ein Gelee oder so. Aber es ist natürlich auch eine Frucht, die immer wieder so bei einem Gericht mehr oder weniger einen beiläufigen Stellenwert hat, die nie so einen Mittelpunkt bekommen hat. Und ich sagte, ich will mal ein Dessert machen, in dem natürlich die Frucht Holunder den Mittelpunkt hat. Und jeder von uns kennt es ja, meine Frau am besten, die hat letzte Woche sich auch eine Grippe geholt und hat natürlich das dann, ihre Halsschmerzen mit einem heißen Holunder behoben. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen mal die Thematik machen, die letzten Früchte oder mit die letzten Früchte, wenn das Jahr so langsam zu Ende geht. Also alle schwarzen Beeren, die für uns interessant waren. So kam natürlich gesagt, es soll ein Auszug geben, eine Art Wein aus schwarzen Beeren. Das heißt Brombeere, Holunderbeere, Heidelbeere und weil wir der ganzen Sache natürlich auch eine gewisse Tiefe geben wollen, haben wir mit frischen Wacholderbeeren gearbeitet. Also keine getrocknete, sondern frische, die ja natürlich auch dieses leicht harzige, dieses ätherische mit reinbringen. Und so nach und nach haben wir uns halt immer mehr mit diesem Thema befasst und auch haben wir dann neue Ideen rausgeschält, dass es ja bei diesem Dessert, das so die Parallelen eines Weines haben soll, ja auch die Möglichkeit geben muss, wo man sagt, was hat ein Wein in seinem Skelett alles drin? Er hat natürlich die Frucht, ganz klar, das kommt in unserem Fall durch die Beeren. Er hat natürlich auch gewisse Gewürze. Wir haben dann gearbeitet in der diesem Essenz mit etwas Lorbeer. Wir haben ein bisschen mit Zimt gearbeitet. Ja. Und er hat natürlich ganz wichtig das Holz, aber wir wollten da uns nicht einfach nur sagen, okay, wir nehmen jetzt irgendwelche Flakes von irgendwelchen Holzfässern und legen dann diese Essenz von diesem Holunder ein, sondern wir sagen, wir drehen den Bogen andersrum, weil auch in dieser Essenz Cassis mit drin ist, verwenden wir gewisse kleingehäckselte Sträucher von Johannisbeeren zum Beispiel. Und ich hatte das letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal gesagt, das sind so Dinge, die finde ich äußerst spannend. Wenn mir jemand erzählt, er war gerade im Garten und sein ganzer Garten riecht nach Johannisbeeren, weil er die Sträucher abgeschnitten hat und die durch den Häcksler gelassen hat und das einen ganz typischen Geruch hat und dieses frische Holz und dieser Duft nach diesen Johannisbeeren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen natürlich diesem Wein, den wir da geschaffen haben, natürlich ohne Alkohol, diesem Sud wollen wir natürlich auch noch diesen Holzcharakter geben, aber durch frisches Holz und nicht durch irgendwelches getrocknetes, getoastetes Holz. Und so kam das, dass wir auch gesagt haben, also jetzt haben wir das Ganze, das ja so ein bisschen wie ein Wein aufgefädelt, dann muss es natürlich auch eine Präsentation haben, dass der Gast das nachvollziehen kann. Was ist denn die Idee dahinter, hinter dieser ganzen Geschichte? Und so
wird dieses Dessert in einer Weinflasche angeboten werden. Das heißt, die Weinflasche kommt so in der Wiege an den Gast. Genau. Dankeschön. Die Weinflasche kommt so in der Wiege an den Gast und da hat sich natürlich der Dennis und unser Sommelier, der Herr Müller, haben sich da natürlich auch noch ihre Gedanken und ihre Ideen mit reingebracht, wo wir gesagt haben, wenn man jetzt dieses Dessert so angießt, ja, upsa, das war ja ein bisschen zu, hast gut gemeint, Dennis, ne? Ganz voll gemacht, so, wenn man das jetzt natürlich so angießt, und man bekommt es so eingeschenkt. Da gibt es hier natürlich noch eine Zutat, da komme ich gleich drauf, aber man nimmt es, man trinkt es, probiert es. Aber man kann natürlich die ganzen vielen kleinen Dinge, die wir damit reingebracht haben, nicht wahrnehmen, wenn wir jetzt die Flasche wieder wegnehmen, sondern die Flasche bleibt am Tisch stehen und dann wird der Kunde natürlich auch mal neugierig, guckt drauf und sagt, hier haben wir natürlich auch dieses Farbspiel, quasi diese Farbskala der einzelnen Beeren so ein bisschen mit eingearbeitet, dass man da auch sehen kann, okay, welche Assoziationen da mit eingebracht wurden. Und natürlich dieser Bezeichnung Tiefgang. Also es ist quasi so das letzte, die letzten ganz dunklen, tief dunklen Beeren des Jahres im letzten Gang natürlich dann auch so. Also es ist auch der Abschluss unseres Menüs im letzten Gang, was wir da darbieten und halt diese Bezeichnung eine Schwarzbeerenauslese. Das Schöne ist, wenn man diese Holunderessenz oder diese Beerenessenz probiert, die hat eine enorm kühlende Wirkung. Also wenn man so was heiß trinkt, ist es ja schon im Hals ein bisschen, ich sage es mal, das nimmt den Hals schon in Beschlag. Und wenn man das kalt trinkt, wirkt es enorm kühlend und neutralisierend. Das ist sehr angenehm. Also hat mich sehr, sehr begeistert. Das Ganze wird noch begleitet von kleinen Dingen wie Holunderbeeren, wie einem Gelee von Fichtensprossen. Und natürlich ganz unten drunter haben wir uns eine Creme gemacht, einen Pudding, der mit Roggenmilch aromatisiert wurde. Und diese kleine Schokoladenrinde, die wurde dann halt auch noch mit diversen Gewürzen aromatisiert, so dass man das Gericht isst und kriegt natürlich da auch wieder so ein bisschen diesen Gewürztouch. Man hat hat Schokoladentöne mit drin, man hat die frischen Holunderbeeren mit drin und kann dann abwechselnd natürlich dieses Glas verkosten und das eine essen. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Dessert geworden. Und das freut mich, dass wir das noch geschafft haben, Ihnen zu präsentieren. Bei uns wird es in den nächsten zwei, spätestens drei Wochen dann so auf der Karte präsentiert werden. Ja, vielen Dank, Herr Wissler. Tolle Präsentation, wie immer. Dankeschön. Wie nicht anders erwartet. Ich habe leider immer auch die unangenehme Aufgabe, ein bisschen auf die Zeit zu achten. Und ja, ich weiß, dass jemand. Aber ich habe jetzt die angenehme Nachricht noch, mich bedanken zu dürfen. Wir haben heute einen Mitarbeiter, der hat gestern seinen letzten Arbeitstag bei uns gehabt und das war unser Chef Sommelier, der Herr Mathieu Müller, der natürlich auch für solche Dinge immer sehr empfänglich ist, der sich damit eingebracht hat, der natürlich das auch alles in irgendeiner Art und Weise, die ganzen Auswahl der Weine und zu diesen Gängen immer gemacht hat. Und er hat doch sich erbeten, ob ich ihn nicht heute offiziell auf der Bühne verabschieden würde, weil er quasi aus dem Unternehmen ausscheidet und ob ich ihm nicht einen schönen Gruß noch mitschicken könnte. Er hat mir das mit so einem breiten Grinsen natürlich ins Gesicht gesagt, weil ich nicht genau wusste, hört er jetzt gerne auf oder hört er jetzt wirklich so mit einem weinenden Auge auf. Ich will ihn natürlich hiermit offiziell grüßen und verabschieden mit dem Gruß von Pierre Steinbrück, der in den letzten Wochen so durch die Presse gegangen ist. Ich glaube, ich weiß, was er meint oder er weiß, was ich meine. Herzlichen Dank, dass Sie natürlich bei uns waren und das Vendôme über so eine Zeit begleitet haben und eine tadellose Arbeit gemacht haben. Vielen Dank, Herr Müller, und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Applaus